Ja, nur noch was Persönliches. Ihr habt ja sicher mitgekriegt, dass mein Videokanal nicht abgestürzt ist, sondern gesperrt wurde. Und zwar komplett. Ja. Ich werde da so ein paar Interviews noch in den kommenden 1,5 Wochen geben. Nur ganz kurz. Ich hatte das erste Mal das Vergnügen, dass zwei Videos angeblich Hassrede enthalten sollten, die aber nicht von mir waren, sondern die ich übernommen hatte. Und dann hat man behauptet, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegen sollte. Was sich aber als nicht richtig herausstellte. Ja, ich meine, nichtsdestotrotz, sie haben sich entschlossen, also die Sperre aufrechtzuerhalten, also der Kanal ist kaputt. Wir haben also eine neue Quelle aufgetan, beziehungsweise einen neuen Standort. Also sucht mal nach Geoengineering-Harp. Das ist also ein neuer YouTube-Kanal, wo ihr unsere Sachen weiterfinden könnt. Und verbreitet das auch. Ja, man zieht euch die Direktlinks runter. Und verbreitet die. Ich werde also ein paar Sachen auch unter die Videos stellen, die also demnächst da kommen. Und das wäre also ganz nett, wenn ihr Leute quasi darauf aufmerksam macht, dass also die fleißig wieder abonnieren bei uns, damit die Aufklärungsarbeit weitergehen kann, weil das wird natürlich nicht so leicht sein, jetzt wieder auf 25.000 Abonnenten zu kommen, was ich ja hatte. Und ja, insofern muss man das wieder ein bisschen aufbauen. Ich werde allerdings nicht mehr die ganzen 1.200 Videos hochladen, das ist also schier unmöglich aufgrund der Zeit allein. Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen. Ja. Also macht was, um mir da zu helfen dabei. Mailt das rum und so weiter. Vor allen Dingen, wenn ihr Videos habt, die ihr gut findet, ladet die auch wirklich mal runter zur Sicherung allein. Und wenn es geht, dann ladet die wieder hoch. Wir haben jetzt ja auch das Glück, dass also etliche tausend Sachen von mir, die also quasi drin sind, auch nicht wieder rausgekommen sind. Also es ist nicht alles verschwunden. Ihr müsst einfach mal gucken, einfach mit meinem Namen googeln oder mit ein paar Schlagworten, dann findet ihr etliches noch von meinen Videos, die zum Glück also viele Leute wieder hochgeladen haben. Ja, das wäre das. Ja, guckt mal also auf geoengineering-hab. Auch in der nächsten Woche oder übernächsten Woche werde ich da also einiges noch von den Interviews, die ich da geben werde, mit hochladen. Ja, und wie gesagt, vervielfältigen, weitermachen und wenn es geht, guckt auch mal hier bei unserem Shop bei chemtrail.de drauf, weil wir haben es natürlich insofern eine starke Einschränkung des Vertriebs von den Infomaterialien, weil bisher war bei jedem Video, was ich hochgeladen habe, und es stand ja immer so ein Text drunter, immer ein bisschen eine Anregung, wieder überhaupt mal dran zu denken, auf den Shop zu gehen. Wäre also auch ganz nett, wenn ihr das unterstützt oder auch mal weiter verbreitet. Dass da eigentlich ganz brauchbare Aufklärungsmaterialien, also speziell eben zu Wetterkontrolle, Harp, Chemtrails und so weiter, vorhanden sind. Eine positive Meldung ist noch, Ken Jebsen hat das erste Mal jetzt ja zu Chemtrails was gesagt, positiverweise. Der hat sich bisher ja ziemlich bedeckt gehalten. Also auch da scheint es geklingelt zu haben, dass er inzwischen gemerkt hat, dass das also kein Blödsinn ist. Ja, soweit erstmal. Wäre ganz nett, wenn ihr da tätig würdet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Ja, nach der ganzen Hetzpropaganda der letzten Zeit, die also auf mich da herabrieselte, hatten wir ja hier auch noch den tollen Effekt, dass also die FAZ einen Artikel brachte am 29.10. Da gehe ich demnächst nochmal näher drauf ein. Und das haben die dann am 30. auch auf online gebracht mit dem ganz vielsagenden Titel Chemtrails, Reptiloide, die ja nun überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber man versucht natürlich alle möglichen anderen Begriffe da noch reinzubringen, unter anderem 62 Mal Verschwörungstheorie innerhalb eines Artikels und wahrscheinlich irre das Ganze. Also Leonie Feuerbach hat das Ganze verzapft, muss man ja schon sagen. Also liest euch das mal gut durch. Ich werde aber auch einen Artikel nochmal reinstellen in meinen Kommentaren dazu. Ja? Also das ist die unterste Kategorie des Journalismus. Was auch absolut nicht durch den Pressekodex abgedeckt ist. Also was sie sich da geleistet haben, ist himmelschreiend, ja. Und versaut letztendlich auch den Namen der FAZ, die ja also da immer schauriger wird anscheinend. Also da sind gar keine Hemmungen mehr da, unqualifiziert sich zu artikulieren. Ja, das wäre das nochmal. Ja, und die nächsten Meldungen, die kommen in Bälde. Also ich werde auch eben darüber nochmal einiges sagen. Und es läuft dann ein richtiger Hatz auf mich inzwischen. Also erst dieser MDR-Beitrag, dann der Faktbeitrag, dann die Grünen, die mich rausschmeißen wollen. Ja, jetzt hier die FAZ. Eine ganze Seite und eine Viertelseite nochmal dazu. Ja, also ganz, ganz toll.
So eine Seite kostet ein Höllengeld, von daher kann man es auch positiv sehen. Ist ja mal kostenlose Werbung, die man da bekommt. Und das erreicht immerhin Leute, die vielleicht noch nie irgendwas gehört haben von Geoengineering, Wetterkontrolle und sonstigen Dingen. Und in der Regel ist das so, dass einige von denen, die nicht ganz auf den Kopf gefallen sind, aufgrund dieses Schundjournalismus dann doch mal ins Internet gehen und dann haben wir die gewonnen. Also von daher ist es, kann man sich ja fast bedanken über diese schöne Werbung, die indirekt da ist. Nicht? Obwohl das nicht sehr schön ist, was sie dann da behaupten, aber wie gesagt, also wer ein bisschen nachdenken kann, ja, und nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der erkennt die massive Hetze, die da stattfindet. Und keine Argumente da drin, nur Hetze, Hetze, Hetze. Mit Schlagworten. Na gut. Wir machen weiter und lassen uns nicht abschrecken. Tschüss.